Hallo und herzlich willkommen zum letzten Pack Opening Video zum Team of the Season. Heute mit 50k Packs. 10 Stück. Ich kann aber irgendwie nur 5 davon öffnen, da ich nicht genug Coins habe. Deswegen muss ich mal sehen, wie ich noch an Coins komme. Entweder ich verkaufe Spieler oder vielleicht gibt mir ein Kumpel ein paar Coins, dass ich die hier alle aufmachen kann. Erstmal werde ich jetzt 5 aufmachen. Ich hoffe natürlich, dass ich das gleiche gibt es hier. Dass ich dann später noch die anderen aufmachen kann. Also dann fange ich jetzt gleich mal an und los geht's. Das erste Pack wird geskippt und im ersten Pack natürlich nichts. Das macht mir wenig Hoffnung. Das macht mir echt wenig Hoffnung, dass ich da was Gutes ziehe. Zweites Pack, jetzt muss ich hoffe so, dass ich Ronaldo ziehe. Ich will nämlich unbedingt Ronaldo einmal in FIFA ziehen und es ist Team of the Season Ronaldo, nice! Erster Team of the Season im zweiten Pack. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Naldo Duplikat natürlich. Den werde ich natürlich erstmal versuchen zu verkaufen, auch wenn ich wahrscheinlich nicht mehr so viel für den kriege. Aber ich hoffe mal, dass es zumindest gerade weggeht. Reifen noch ein auf die Transferliste. Oh. Dann jetzt das nächste Pack. Vielleicht ziehe ich ja noch ein. Ist ja alles möglich. Jetzt muss ich wieder laufen. Komm schon, nächster Team of the Season. Bitte. Ach, nee, Gerede. Das ist natürlich dann wieder richtig schlecht, wenn man nur so schlechte Spieler zieht. Das nächste Pack wird jetzt mal ein Nose Pack. Aber auch wieder mit durchlaufen lassen. Vielleicht habe ich da mehr Glück. Diesmal überspringe ich. Und das ist Man of the Match Carvalho. Nice. Der ist zwar auch nichts wert, aber. Es ist ein Man of the Match und auch der geht für ein bisschen was, also ich bin schon mal guter Dinge, dass da vielleicht noch mehr draus wird. Am Ende, so. Jetzt das vorerst letzte Pack, danach mache ich mal einen kleinen Cut und ich lasse nochmal durchlaufen. Ich will Messi oder Ronaldo ziehen und ich ziehe Snyder. Das war jetzt überhaupt nicht gut. Okay, gut, dann mache ich mal einen kleinen Cut und ich hoffe, wir sehen uns heute nochmal wieder. Okay, da bin ich wieder. Ich habe ein paar Spieler verkauft. Das reicht jetzt für die nächsten 50k-Packs. Ich hoffe mal, dass ich hier jetzt nochmal so Glück haben werde wie eben und dass ich vielleicht den ein oder anderen Team of the Season ziehen werde. Im ersten Pack bekomme ich Tonkos. Na gut, das könnte schon besser sein. Also, es gibt wie gesagt ein paar Man of the Matches zu ziehen, davon habe ich auch ein paar schon, davon habe ich ja jetzt Carvalho auch schon gezogen, aber natürlich will ich hier jetzt unbedingt noch Ronaldo ziehen, den will ich unbedingt einmal ziehen in diesem FIFA. Diesmal skippe ich mit der Nase und es wird kein Team of the Season. Schade. So. Ich weiß es nicht, ob ich jetzt weniger Packler habe, aber ich hoffe mal nicht. 3 Packs sind noch verbleiben. So. Im ersten Pack bekomme ich Casillas, na toll. Das ist natürlich jetzt nicht das, was man haben will. Es wird gleich wieder das gerade dieses Pack. Jetzt das nächste Pack. 50k Pack und es ist wieder kein blauer. Schade, schade. So, jetzt bleibt noch ein Pack. Ein einziges Pack und dazwischen mache ich dann einfach mal 15k Pack auf und da ist auch nur Müll drin. Aber wer weiß, vielleicht ziehe ich ja noch ein Team of the Season im letzten 50k Pack. Das letzte Pack, das ich in diesem Team of the Season aufmachen werde, vermutlich. Und jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Ich werde es durchlaufen lassen. Ist es Ronaldo? Ist es Messi? Ist es ein Team of the Season? Und das ist kein Team of the Season, Mann! Das hat sich denn überhaupt nicht gelohnt, meine Spieler hier noch zu verkaufen. Aber komm, damit ich da noch gar nichts mehr habe, mache ich einfach noch ein 15k-Pack auf und da drin versteckt sich vielleicht ein gutes Duplikat. Ich glaube aber nicht. Bisher sind es jetzt 3 seltene. 4, 5. Oh, verdammt. 6, ah nein, da wird nichts mehr. Da ist nichts Gutes drin, das Duplikat. Schade, schade. Ich hatte hier jetzt
Nochmal auf den Timo Wiesendorf. Das sollte wohl nicht sein. Heute habe ich Naldo gezogen. Und Carvalho. Beides keine schlechten Spieler. Ich musste noch über Aubameyang verkaufen, dass ich die restlichen Packs aufmachen konnte. Aber ja, ich meine, das ist ja schon mal nicht schlecht gelaufen. Man sieht sich. Bis zum nächsten Mal.